Hallo Internet, hier ist wieder Bacon-Zack für euch und willkommen zu meinem neuesten Video. Das Schlüsselschwert. Legenden besagen, es hätte die Welt gerettet. Wiederum andere Legenden besagen, es hätte Verderben und Chaos über alle Welten gebracht. Das ist die Legende vom Schlüsselschwert. Und natürlich spielt das Schlüsselschwert die zentrale Rolle in der gesamten Story von Kingdom Hearts. Und als langjähriger Kingdom Hearts Fan haben sich natürlich bei mir über die Jahre auch das ein oder andere Schlüsselschwert angesammelt. Ich wollte euch einfach mal, weil die Leute mich das immer wieder fragen, euch mal meine Schlüsselschwerter zeigen, die ich so habe. Und euch am Ende des Videos noch das geilste Schlüsselschwert aller Zeiten zeigen. Einigen ist das bestimmt schon in meinen Videos oder in den Streams aufgefallen, aber da im Hintergrund, da seht ihr immer ein Schlüsselschwert. Und das Schlüsselschwert, das habe ich tatsächlich vor vielen, vielen Jahren mal geschenkt bekommen. Dieses Schlüsselschwert ist aus massivem Metall und es ist auch verdammt schwer. Ich kann es kaum mit einer Hand halten, weil es wirklich richtig schwer ist. Es hat hier auch so eine entsprechende Mickey-Maus-Kette. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. Ich habe das mal vor vielen Jahren von Freunden zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und so ein Schlüsselschwert aus echtem Metall zu haben, ist an sich eine richtig coole Sache. Und da im Hintergrund sieht es auch eigentlich echt cool aus. Aber wenn man es dann vom Nahen sieht, dann merkt man schon, dass das jetzt nicht wirklich so ein gut gearbeitetes Produkt ist. Ne? Zum einen, wenn ich es von der Seite euch zeige, seht ihr, dass das Schwert, das passt nicht. Ne? Also das Blatt des Schlüsselschwerts ist normalerweise nicht so dünn. Der Griff des Schlüsselschwerts ist normalerweise nicht so dünn. Und alleine dieser komische, das war die Kette, die ist sehr schwer, dieser Penüppel, der hier oben drauf ist, der ist einfach unnütz. Also das normale Schlüsselschwert hat das alles nicht. Ja, und wenn ich es nochmal drehe, dann sieht man auch, dass mit der Zeit einfach die Farbe hier abblättert und sowas. Ich meine, ja, es ist cool. Ich habe das geschenkt bekommen und ich habe mich damals auch sehr gefreut. Aber das ist einfach nicht das, was man als Kingdom Hearts Fan von einem Schlüsselschwert-Replika oder sowas erwarten würde. Ich habe auch keine Ahnung, was das gekostet hat, weil wie gesagt, es war ein Geschenk. Und ich weiß auch nicht, wo es her ist. Es muss irgendein unabhängiger Replika-Schwertshop gewesen sein. Ich weiß nicht, wo die es her hatten. Deswegen kann ich euch dazu gar nichts weiter sagen. Aber ich würde euch im Prinzip auch nicht empfehlen, euch so ein Schlüsselschwert zu besorgen, weil ja, es ist verlockend, eins wirklich aus Metall zu haben, aber das Ergebnis ist nicht wirklich so, wie man sich das wünschen würde. Dann, einige Jahre später, kam dann ja Kingdom Hearts 3 raus und ich habe viele, viele Jahre darauf gewartet. Und in freudiger Erwartung darauf wurde dann von der Firma PvP angekündigt, dass die Schlüsselschwert-Replikas zum Release von Kingdom Hearts 3 rausbringen werden. Und die habe ich mir beide auch geholt. Die hängen normalerweise bei mir hier im Wohnzimmer überm Fernseher. Und ich finde, ehrlich gesagt, das sieht schon ziemlich fesch aus, ja. So lobe ich mich mal selbst. Vom Weiten sieht das auch echt nice aus, aber wenn man sich die von Namen anguckt, dann fällt einem halt auch auf, was genau das für Schlüsselschwerter eigentlich sind. So, und diese Schlüsselschwerter seht ihr sicherlich schon auf den ersten Blick. Die sind auf jeden Fall besser verarbeitet und die sehen noch nach mehr aus. Das sind auch die Schlüsselschwerter, die ich auch schon auf so einigen Instagram-Posts oder Stories und Videos gezeigt hatte. Und die haben auch wirklich hier entsprechend, der Griff passt, ne? Der Königsanhänger ist entsprechend richtig da dran und alles in allem sieht das Schwert einfach schöner aus. Ja, das ist nicht aus Metall, das ist aus Plastik und aus Schaumstoff tatsächlich. Das heißt, man kann hier das so reindrücken und es ist so, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Verpackungsrolle, ja. Metall ist es nicht, aber es ist halt silbern angesprüht. Wenn man sich das aber vom ganzen Namen anguckt, dann fallen hier einem aber auch diese unschönen, unsauber gearbeiteten Stellen auf. Das hat hier irgendwie so Gussnähte oder sowas. Das sieht so aus wie so kleine Pickel, sage ich jetzt mal, auf dem Schlüsselschwert selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier, da ist wie so ein Plastikpickel. Und es hat halt hier diese Nähte. Ne? Man sieht halt deutlich, dass das hier gegossen wurde und es ist nicht wirklich wirklich glatt. Aber trotzdem hat es hier zum Beispiel entsprechend den Griff, der passt. Und von den Farben sieht es einfach
unschlagbar gut aus. Ne? Also ich habe einmal das von Sora und einmal das von Mickey, was im Prinzip dasselbe ist. Und ich bin immer noch sehr darüber betrübt, dass Mickey in Kingdom Hearts 3 auf einmal einfach ein anderes Schlüsselschwert bekommen hat, beziehungsweise sich dieses Schlüsselschwert entsprechend verändert hat. Und meine Meinung ist, wenn ihr ein offiziell lizenziertes Schlüsselschwert haben wollt, irgendwie, das Original von Square Enix ist und auch genauso aussieht wie in den Spielen und auch die entsprechenden Größenverhältnisse habt, vielleicht wollt ihr es fürs Cosplay benutzen oder einfach nur, um eure Wohnung damit zu dekorieren, dann besorgt euch diese Schlüsselschwerter von PDP. Aber Achtung, die werden, soweit ich weiß, nicht mehr hergestellt und sind vergriffen. Und die werden euch auf eBay oder auf irgendwelchen anderen Portalen für unverschämte 100 Euro oder so angeboten. Macht das nicht. Das ist Wucher. Pro Schlüsselschwert ist ein Normalpreis, ich glaube, 40 Euro. Ich habe damals pro Schlüsselschwert 40 Euro bezahlt und das fand ich eigentlich, ehrlich gesagt, auch ganz schön happig, weil es sind halt Plastik-Schaumstoffschwerter. Die sehen zwar von Weitem wirklich gut aus, aber perfekt gearbeitet sind die nicht. Ne? Ich zeige es euch hier nochmal. Also man sieht halt gerade oben, das ist nicht so richtig schön. Ja? Es erfüllt seinen Zweck und gerade wenn man das von weiter weg an der Wand hängen hat, so wie ich im Wohnzimmer, dann passt das, denke ich. Aber für die Kingdom Hearts Fans, die es wirklich ganz genau haben wollen, ist es, glaube ich, nichts. Okay, die Schlüsselschwerter von Sora und Mickey, schön und gut. Aber machen wir uns nichts vor. Die Schlüsselschwerter, die bei den meisten Fans wohl am populärsten sind, die Lieblingsschlüsselschwerter von den meisten Fans sind, das sind nun mal einfach Sterntreue und Memoir, die Schwerter von meinem Lieblingscharakter Roxas in Kingdom Hearts. Und davon gibt es tatsächlich kein offiziell lizenziertes Schwert, was man irgendwie kaufen kann. Ich habe lange gesucht und ich bin dann irgendwann entsprechend fündig geworden und habe mir das hier besorgt. Von eBay, ich glaube irgendwie illegal in China produziert. Einmal hier Sterntreue. Und Sterntreue besteht aus, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist so Plastikgummi, es ist kein Schaumstoff, es ist leicht nachgebendes Plastikgummi, würde ich sagen. Und auf den ersten Blick sieht das wirklich fantastisch aus. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Was halt nicht passt, gerade wenn man das mit dem Schlüssel, mit dem Original Schlüsselschwert-Spielzeug von Roxas hier vergleicht, halt diese Leerräume im Schlüsselschwert, ja, die man hier ganz klar sehen kann, die sind halt entsprechend bei diesem Ding halt leider befüllt, ne? Also hier, das müsste eigentlich ein Leerraum sein und da auch, hier oben jeweils auch, aber das wurde halt nicht ausgeschnitten oder ausgefräst. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann sind die Farben auch entsprechend ein bisschen unsauber gearbeitet, ne? Die haben so mal so ein bisschen über die Linien rüber gemalt, aber man muss trotzdem sagen, vor allem auch wenn man sich den Griff anschaut, ja, also für das, was es ist, für ein wirklich billig produziertes China-Plagiat, ist das schon verdammt gut. Ja, also ich finde, dafür, dass ich glaube, pro Schlüsselschwert 30 Euro bezahlt habe, kann sich das echt sehen lassen. Ne? Und wenn ihr euch einfach mal Sterntreue an die Wand hängen wollt, dann macht das, glaube ich, echt was her. Wie gesagt, wenn man es in der Hand hat, von ganz nahem sieht, dann merkt man halt, okay, es ist jetzt nicht so krass hochwertig, aber für weiter weg ist das echt nice. Vor allem, weil das halt auch diesen wirklichen Metallic-Look hat. Ne? Was halt sehr schlecht leider ist, ist der Schlüsselanhänger. Das ist einfach so eine weiße Plastikkette. Und ja, das hier ist nicht Sterntreue. Das ist einfach ein silberner Schaumstoffstern. Ich habe schon überlegt, die Ketten hier abzumachen, ja, weil das ohne die Kette einfach besser aussieht. Aber naja, also ich finde auch das eigentlich gar nicht so schlecht, wirklich cool. Und passend dazu gibt es auch noch Memoir und auch Memoir, also von demselben Shop und wahrscheinlich von demselben Hersteller, der das einfach illegal irgendwie in China produziert hat. Preis-Leistung echt gut. Zumal man hier auch sagen muss, hier haben sich tatsächlich ein bisschen mehr Mühe gegeben gefühlt, weil hier sind diese Leerräume auch wirklich ausgeschnitten beim Blatt des Schlüssels. Und die Farben passen nicht ganz, denn eigentlich ist Memoir hier nicht so silber. Aber trotzdem sieht das verhältnismäßig echt gut aus, wie ich finde. Ne? Eigentlich müsste das hier in der Mitte müsste eine Kette sein. Ja, hier sind Leerräume und hier in dem Schlüsselschwert selber ist quasi im Original eine Kette gespannt.
Wenn man sich jetzt aber mal das Spielzeugschlüsselschwert von Roxas anschaut, dann hat selbst Square Enix bei der Actionfigur das nicht selber gemacht. Aber das ist natürlich auch noch sehr viel kleiner und wäre wahrscheinlich zu filigran gewesen, um das wirklich umsetzen zu können. Aber wenn man das vergleicht, diese beiden Sachen, um sich das einfach an die Wand zu hängen, ja, ist das wirklich schon ziemlich, ziemlich nice. Und wie gesagt, die waren gar nicht so teuer. Ich glaube, 30 oder 40 Euro pro Schlüsselschwert habe ich bezahlt. Und um einfach eine geile Kingdom Hearts Deko an der Wand zu haben, kann man da wirklich nicht meckern. So, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich vermute ja, das Lieblingsschlüsselschwert von euch wird entweder Sternteure oder Memoir oder beide sein. Oder irgendwie sowas in der Art. Manche vielleicht auch noch der Way to Dawn von Riku aus Kingdom Hearts 2. Aber mein persönliches Lieblingsschlüsselschwert. Man muss aber auch dazu sagen, mein Lieblingsschlüsselschwert oder mein Lieblingsschlüsselschwerter waren auch viele, viele Jahre Sternteure und Memoir von Roxas. Aber in den letzten Jahren als Kingdom Hearts Fan wurde für mich natürlich der Meister immer wichtiger. Und ich habe mich so viel mit dem beschäftigt und ich finde tatsächlich mittlerweile No Name bzw. das Gazing Eye Schlüsselschwert das coolste und geilste Schlüsselschwert, was es überhaupt gibt. Zum einen ist das Design einfach richtig cool. Es ist super interessant gearbeitet mit diesem Widderkopf, mit diesem Schwarz und so weiter. Es sieht einfach ziemlich episch aus, wenn ihr mich fragt. Und es hat halt einen wirklich richtig krassen, langen Bezug zu der Geschichte von Kingdom Hearts. Das ist halt das älteste Schlüsselschwert, was wir aktuell in der Story von Kingdom Hearts haben und hat wahrscheinlich auch schon am öftesten den Besitzer gewechselt von allen anderen Schlüsselschwertern, die es in Kingdom Hearts gibt. Immer wenn ich dieses Schlüsselschwert sehe, jetzt auch in vorherigen Kingdom Hearts Teilen, als Kingdom Hearts 3 und Union Cross noch gar nicht erdacht war, denke ich immer sofort an den Meister Meister. Und es ist einfach so ein cooler Retcon von Nomura, dass er dieses Schlüsselschwert rückwirkend noch mit so viel krassem Storypotenzial versehen hat. So, und ihr wisst, ich bin Sammler von Gegenständen, Nerdkram und sonstigen Nippes. Siehe da hinten. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, fuck, du möchtest es haben. Du möchtest einfach das No-Name-Schlüsselschwert von Meister Xehanort bzw. von dem Meister der Meister haben. Das Problem ist nur, das gibt es nicht. Weder offiziell lizenziert von Square Enix, noch irgendwie als billiges China-Plagiat von eBay oder so. Das gibt es einfach nicht. Und dann habe ich wie wild gegoogelt und nach einiger Zeit habe ich dann tatsächlich einen Shop auf Etsy gefunden, der Custom-Schlüsselschwerter baut, der verdammt teuer ist und die Lieferzeit auch viele, viele Wochen beträgt, aber zumindest von den Bildern her Schlüsselschwerter baut, die ihresgleichen suchen. Das sind Premium-Replikas, die handgearbeitet sind, handbemalt sind von einem kleinen Shop in den Niederlanden. Und ich habe mir dann gedacht, komm, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Und gerade mal 11 Wochen später habe ich dann per Post dieses riesengroße Paket bekommen mit meinem Schlüsselschwert. Und ich habe es noch nicht ausgepackt, ich habe nur den Karton geöffnet und ich möchte dieses Schlüsselschwert jetzt gerne mit euch gemeinsam auspacken. Und wie gesagt, es ist wirklich sehr groß, dieser Karton. Es ist auf jeden Fall sehr gut eingepackt worden von den Menschen. Ihr seht hier jede Menge Verpackungsmaterial, was das Schlüsselschwert schützen soll. Und oh, tatsächlich mit einer gewidmeten Nachricht. Das ist nett. Schaut mal hier. Ein Brief und ein Zettel draufgeklebt. Ich lese erstmal den Zettel vor. Ich muss ihn erstmal abkriegen hier vom Klebeband. Thank you kindly for your purchase. Here are some do's and don'ts to ensure you get to enjoy your Keyblade or other props for years to come. Our props make for a wonderful addition to any fan or cosplayer. It's sturdy enough to take it to a convention with you and can be used for posing during photoshoots or otherwise. That being said, please refrain from forcefully swinging in the air or hitting someone or something in mock combat. This item is not suitable for LARPing and should not be used as such in any circumstances. Wall decoration. If you intend to use
Our props as part of your interior design, please take caution that it's securely fastened. Dropping our props can result in breakage. Please keep in mind and that this is a handmade 3D product. Handle with care. Okay, also im Prinzip. Danke fürs Kaufen. Man kann das für Cosplay benutzen, für Fotoshoots und so weiter. Man soll natürlich aber Vorsicht damit ausgeben. Man soll nicht anfangen, sich mit anderen Leuten mit diesem Schlüsselschwert zu kloppen. Und man soll es auch nicht runterschmeißen, weil dann geht's kaputt. Eigentlich logisch, ne? Und hier ist noch ein Brief, wo wirklich mein Name draufsteht. Hier steht tatsächlich drauf, For Dorian. Oh, guck mal, sogar tatsächlich eine handgeschriebene private Nachricht von diesem Shop. Das ist sehr nett. Dear Dorian, thank you so much for ordering the Master Xehanort Keyblade. It means a lot to us. Hope you like it. We also included some Strew Wattles? Ich weiß gar nicht, was das heißt. Strew Wattles? Strew Waters? Ich weiß es nicht. That's our traditional sweets. Ah! Hope you like it. Die haben mir Süßigkeiten mitgeschickt. Das ist ja nett. With kind regards, Elizabeth and Annika from Katharina Props. May your heart be your guiding key. Das heißt, die haben mir nur Süßigkeiten mitgeschickt. Na gut, für den Preis, den ich bezahlt habe, kann man auch mal Süßigkeiten mitschicken. Aber total nett von denen. Sind das jetzt schon hier? Oh nein, das sind nicht die Süßigkeiten, aber ich sehe sie jetzt schon. Hier drin eingeschweißt. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt auf der Kamera sehen könnt. Das ist die Kette, der Schlüsselanhänger vom Meister Xehanort Schlüsselschwert. Und ich muss jetzt hier wirklich erstmal das Ding rauskriegen. Hier drin eingepackt ist es. Ach, hier. Guck mal. Stroopwaffeln. Die haben ja niederländische Waffeln mitgeschickt. Das ist nett von denen. Nice. Und jetzt muss ich das erstmal hier vorsichtig ablegen. Auf dem Stuhl. Und den riesigen Karton entfernen. Warte, ich darf nichts falsch machen. Gleich reiße ich das wahrscheinlich irgendwie mit dem Arsch runter. Und ihr seht, hier ist noch jede Menge Verpackungszeug einfach drin. Also sie haben das wirklich verdammt gut eingepackt, dass da auch auf dem Versand nichts schief gehen kann eigentlich. Jetzt geht's bei mir wahrscheinlich schief. Okay, ich bin jetzt super gespannt. Das hat so ein bisschen was von einer Operation im offenen Herzen für mich. Ich bin nur leider oft auch so ein verdammter Tollpatsch und mache sowas dann immer kaputt. Ihr kennt das schon von den anderen Unboxings. Ich löse das jetzt hier mal vorsichtig mit meiner Schere. Diese Knisterfolie. Und keine Sorge, ich packe euch den Shop in die Videobeschreibung. Falls euch und mich dieses Produkt gleich so überzeugen sollte, dass ihr sagt, hey, ich will auch so ein Schlüsselschwert haben. Sechseinhalb Stunden später. So, und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist jetzt fast die letzte Hülle. Papier. Nein, noch nicht ganz, aber oh, langsam kann ich es erkennen. Holy fucking shit. Oh mein Gott. Alter. Man kann es jetzt besser erkennen, auf jeden Fall. Holy shit. Ich freue mich wie so ein... Alter, ich bin wie Weihnachten. Fucking Christmas, Alter. Oh mein Gott! Oh! Ich brauche einen Moment. Wow! Alter! Ich traue mich gar nicht, das anzufassen. Oh mein Gott, das ist so wunderschön. Holy! Fucking shit. Zieht euch das rein. Guckt euch bitte dieses Schlüsselschwert an von Meister Xehanort beziehungsweise vom Meister der Meister. Alter Schwede. Das ist handbemalt, 3D gedruckt und dann angemalt, zusammengebaut. Man sieht auch, dass es entsprechend, handbemalt ist, weil hier und da, muss man sagen, gibt es so ein paar kleine Farbkleckse an den Rändern, da wo es sehr fein ist. Aber
Vor allem die Details hier mit dem Griff und dem Ziegenbock, das ist super krass. Also man sieht hier oben zum Beispiel, hier sieht man an den Rändern so zum Teil so ein ganz kleines bisschen, das sie übergemalt haben. Aber guckt euch das mal bitte an. Das ist insane, Alter. Junge, das ist insane. Alter, das ist das geilste Schlüsselschwert der Welt. Ich habe nie was Heftigeres gesehen. Das ist sowas von incredibly awesome. Oh my God. Das ist... Alter Schwede, das sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Wir müssen den Schlüsselanhänger noch auspacken. Holy fucking shit. Selbst die Kette mit den Kettengliedern, ja, sieht einfach perfekt aus. Sie haben die Kettenglieder halt auch einzeln gemacht und da kann man wirklich nicht meckern. Also das sieht so gut aus. Dann ist hier dieser Karabinerhaken, den packe ich unten dran. Gott. Leute, das ist wirklich mit Abstand das geilste Schlüsselschwert, was es jemals gab. Das ist der Hammer. Ich war wirklich nervös. Ich dachte, wenn ich schon so viel Geld dafür bezahle, dieses Schlüsselschwert zu haben und irgendwie an die Wand bei mir hängen zu können, dass ich dann ein Produkt kriege, womit ich nicht zufrieden bin oder wo ich sage, okay, das hätte man aber besser verarbeiten können oder so, aber nein, die haben abgeliefert. Dieses Schlüsselschwert ist sein Geld wert. Es riecht auch noch sehr nach Farbe. Ich hoffe, der Geruch verfliegt noch ein bisschen. Nach Acrylfarbe oder irgendwie sowas. Aber wirklich, das ist der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Ich wusste nicht, wie ich dieses Video nennen soll, aber ich glaube, ich nenne dieses Video einfach das geilste Schlüsselschwert der Welt. Denn ich habe jetzt das geilste Schlüsselschwert der Welt. Falls ihr auch so ein Schlüsselschwert haben wollt, und die haben auch noch andere Schwerter, zum Beispiel das von Terra oder Sterntreuer Memoir, auch nochmal in Episch, und ich überlege jetzt wirklich, ob ich nochmal Geld sparen sollte, um weitere Schlüsselschwerter von dort zu kaufen. Ich packe euch das auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Schreibt mir mal in die Kommentare, was euer Lieblingsschlüsselschwert ist, warum es euer Lieblingsschlüsselschwert ist, wie ihr dieses Schlüsselschwert findet, und ich freue mich auf euch, wenn wir uns das nächste Mal in den Kommentaren oder auf YouTube wiedersehen. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein paar Nahaufnahmen und bedanke mich bis dahin schon mal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal sage ich tschö mit Ö, hauen Sie, bauen Sie und may your heart be your guiding key. Finally, back where it belongs.